Hallo, ich bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal der Pusterfuchs und heute sind wir mal hier bei mir in meiner heimischen Küche und wir wollen heute mal was Schnelles kochen, denn viele sagen immer, kochen, oh, ich habe keine Zeit dafür, kochen ist easy peasy, man braucht nicht viel Zeit, man kann es sich auch einfach gestalten, das machen wir heute mal, wir machen ganz schnell mal Nudelauflauf, wie meine Frau den besonders gerne mag und den koche ich ihr jetzt, weil das ist Liebe, sag ich euch, Liebe geht durch den Magen und ich zeige euch mal, wie das jetzt vonstatten geht und was wir vor allen Dingen alles brauchen. So, mein Setup hier für heute, ihr seht, ist relativ übersichtlich. Ne? Wir brauchen eine Pfanne nachher, einmal eine Auflaufform, Nudel für den Nudelauflauf natürlich, ganz klar. Ich habe heute Würstchen gewählt, ihr könnt auch Speck nehmen, wie auch immer. Eine Zwiebel brauche ich, ein bisschen Schlagsahne, ein bisschen Rapsöl, eine Dose Erbsen-Möhrengemüse und ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Brühe und ich mache ein paar Kräuter rein. Und dann haben wir das auch schon, ne? Und natürlich auch ein scharfes Messer. Als erstes schneiden wir erstmal die Zwiebeln ein bisschen klein, ne? Kleine Würfel. So wie ihr das könnt, einfach jetzt ein bisschen gröber ist, ist auch nicht schlimm. Ja, leider hat gerade meine Technik ein bisschen versagt gehabt oder ich konnte sie wieder nicht ordentlich bedienen. Hier nochmal. Die Würstchen habe ich jetzt geschnitten, ne? Also ich habe vorhin gedacht, ich hätte eine Aufnahme gemacht, aber nein. Aber wie man Würstchen schnell, wisst ihr ja, also ich habe jetzt hier vier kleine Wiener Würstchen, die habe ich klein geschnippelt, zusammen mit den Zwiebeln, gehen die jetzt ab in eine vorgewärmte Pfanne. So, mein Herd ist an und gehen wir ein kleines bisschen Rapsöl ran. Ich verwende eigentlich generell Rapsöl, kaltgepresstes Rapsöl aus der Heimat, finde ich immer sehr gut, sehr nachhaltig. Und Rapsöl ist schön geschmacksneutral. Das finde ich immer gut. Mit Rapsöl kannst du ziemlich alles machen. Das ist relativ temperaturbeständig. Du kannst es für Salat nehmen, zum Braten nehmen, für Dressings, also universell einsetzbar. In der Zwischenzeit reißen wir einfach schon mal die Dose Bohnen auf. Ja, einmal Dose Bohnen auf. Ja. Und immer ganz abmachen, ganz wichtig, sonst ist die Gefahr, dass man sich irgendwo schneidet, sehr groß. Vorsicht bei diesen scharfkantigen Deckeln, ne? Erstmal beiseite und dann kippe ich das Ganze erstmal ab, weil den Fond brauche ich nicht. Dafür nehme ich mir zum Beispiel den Deckel, halte ihn so drüber und dann ab in Ausguss damit. Gut, meine Pfanne ist mittlerweile heiß. So, wie los hier? Okay. Und jetzt gehen wir alles rein. Ich habe es jetzt nicht zu heiß gemacht noch nicht. Dann spritzt das dort unnötigerweise. So, alles hier rein. Aber es raschelt schon. Ne? Gut. Das braten wir jetzt auch nur leicht an. Also wir schwitzen es eigentlich nur an. Ne? Hier soll nichts angeröstet werden. Einfach nur die Zwiebeln ein bisschen goldgelb und die Würstchen hier ganz leicht ein bisschen anbraten. Passt schon. So, das duftet schon ganz wunderbar. Ihr seht, die ersten braunen Stellen in die Würstchen schon. Gut. So, das reicht schon. Machen wir den Ofen wieder aus. So, während ich die Resthitze da noch ein bisschen ausnutze, werde ich hier schon mal in meine Auflaufform die Nudeln und die Erbsen reingeben. Und aufpassen bei den Nudeln, ne? Also ich nehme hier maximal die halbe Tüte, ne? Also die sind auch noch auf. Ne? Das reicht. Jetzt ganz easy peasy Gemüse rein. Machen wir schon mal ein bisschen Brühe rauf, in dem Fall ist es hier Rinderbrühe, gekörnt, Qualität Bio, wunderbar. Machen wir noch ein bisschen getrocknete Kräuter mit rein, immer gut. Natürlich ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Zack, 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 zack. Und noch eine Prise Salz. Jetzt geben wir unsere angebratenen
Zwiebeln und Würstchen dazu. Ja. Das sieht jetzt mal richtig gut aus. So. Dazu geben wir jetzt noch ein bisschen Schlagsahne. Da ich generell die Bio-Schlagsahne verwende, setzt die sich natürlich oben ab. Aber das ist kein schlechtes Zeichen, ganz im Gegenteil. Das ist richtig gut. Kratzen wir ein bisschen rein. Und jetzt müssen wir natürlich alles ein bisschen verrühren, ein bisschen unterheben. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn ihr das nicht so mit dem Löffel so hinkriegt, nehmt euch einfach zwei Gabeln, dann geht das auch. Ja, das verrühren wir jetzt ein bisschen, dass die Sahne und die Gewürze und die Nudeln und alles sich ein bisschen mischt. Ja, ich drehe das immer ein bisschen hier wie so ein Zementmischer, sage ich mal, immer Stück für Stück und hebe das dabei unter. So, und diesen Becher von der Sahne, den nehme ich jetzt nochmal und fülle ihn mit Wasser auf und dann kippe ich die gleiche Menge Wasser auch nochmal in den Auflauf. So, ein bisschen Wasser. So, weil die Nudeln natürlich sehr viel Wasser brauchen noch. Ne? Alles gut durchgerührt. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Und dann geht es ab in den Ofen. Ich habe jetzt einen Ofen, der hat ein bisschen mehr Spielereien dran. Da gibt es zum Beispiel ein Programm Nudelauflauf, das dauert 40 Minuten. Wenn ihr das nicht habt, einfach Umluft. Und dann würde ich sagen, so 160, 150, 160 Grad auf 40 Minuten und dann ist das Ding fertig. Ne? Und in der Zeit könnt ihr andere Sachen machen, was weiß ich. Einmal um den Block joggen oder 40 Minuten auf der Couch hocken. Ganz egal. Ja, hier bei mir am Ofen ist natürlich total easy. So einmal einschalten. Dann gehe ich hier bei mir auf Auto. Die hat ganz viele, ne, kannst alles möglich machen und dabei auch Aufläufe und Gratings, da gehen wir gleich mal hin, so, okay, und dann sagt er dir Nudelauflauf und dann gehen wir da auf okay, ja. Kann ich sogar noch die Bräunung einstellen, dadurch, dass wir aber keinen Käse drauf machen, lasse ich ihn einfach so mittel und sage auch nochmal okay und gehe auch auf sofort starten, soll ja irgendwann mal fertig werden. Gut, gehen wir unseren Nudelauflauf da rein. Einmal reinschieben und in 40 Minuten ist das fertig. Juhu, da blubbert er vor sich hin. Hälfte der Zeit ist rum. Ich habe euch vorhin was Falsches gesagt und zwar Sahne, ein Becher ist richtig, aber ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ihr hättet ja auch sicherlich den Fond nehmen können vom Gemüse. Das mache ich aber aus den Dosen eigentlich ungern. Deswegen, ich habe jetzt noch mal etwa einen halben Liter Flüssigkeit dazugegeben gehabt, noch einmal umgerührt, weil die Nudeln natürlich unglaublich viel Flüssigkeit aufnehmen. Ne? Ich mache jetzt mal für euch spaßhalber mal zwischenzeitlich auf hier und ihr seht, wie das so schön blubbert hier. Und für einen Auflauf, viele sagen, oh, Auflauf ist gar kein Käse, das mache ich jetzt absichtlich. Wir machen den jetzt komplett ohne Käse. Wer möchte, könnte jetzt natürlich noch ein bisschen Käse raufpacken oder Untermengen noch welchen. Aber diesen Auflauf, so wie ich ihn mache, geht auch mal ohne Käse. Ne? Aber ihr habt natürlich alle Freiheiten. Wer Käse will, Käse rauf. Immer feuerfrei. Ne? Also, das geht voll. Gut, die 40 Minuten sind rum und unser Auflauf ist fertig. Mal was rausziehen hier. Lecker, lecker. So. Wunderbar. Heiß und dampfig. Ja, seht ihr, und zwar ganz richtig, dass nochmal ein bisschen Flüssigkeit zugeben. Ihr könnt auch Milch auffüllen oder noch ein bisschen mehr Sahne, wenn ihr es ein bisschen wuchtiger wollt. Mmh. Super lecker. So, ich werde jetzt aber nicht weiter naschen, sondern ich mache zu und stelle ihn weiter in den Ofen. Da bleibt er schön warm und gerade noch nach, kein Problem. Ja, den Auflauf habe ich jetzt wieder in den Ofen getan, damit ich ihn nicht wegnasche, ne, damit meine Frau, wenn sie von der Arbeit kommt, was zu essen hat. Und ich werde mich jetzt auf meine Arbeit wieder verziehen, wieder ab in meiner Küche. Und ihr seht, alles nicht so schlimm, das war gar nicht viel Arbeit. Die meiste Arbeit macht der Ofen, ne? Also das hat 40 Minuten gedauert im Ofen. Also kochen ist nicht so schlimm, ne? Braucht nicht viel Zeit. Ein bisschen schnippeln, alles in einen Topf, ab in den Ofen. Braucht man kein Fertigessen kaufen. Also. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Anregungen, Meinungen, sonst was, ab in die Kommentare. Und ich sage, bleibt interessiert, bleibt gesund und dann sehen wir uns auch alle wieder. Bye, bye.